Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich melde mich kurz zu Wort. Ich habe jetzt ein paar YouTube-Videos geguckt und habe mir gedacht, es fällt mir immer öfter auf, dass auf Clickbait gesetzt wird. Und zum Beispiel Dagibi macht ein Video mit dem Titel "Ich habe euch 7 Jahre angelogen". Ich habe das Video auch geguckt. Ich mag sie nicht, aber dafür kann sie nichts. Ich finde die einfach nur irrsinnig arrogant. Aber ja, ich möchte nicht zu viel gegen sie sagen, sonst lässt sie mich sperren. Und ich finde es einfach eine Frechheit, dass solche YouTuber mit Clickbait so viel Geld verdienen. Und ich bin ein Mini-YouTuber, ich zähle überhaupt nicht. Aber ich mache sowas nicht. Und ich verstehe nicht, warum man sich auf das herablässt. Für ein Video kassiert man 10.000 Euro in ihrer Branche oder so. Ich kenne mich mit den YouTube Finanzen nicht aus, weil ich meine Videos nicht monetarisiere, weil ich es nur hobbymäßig mache. Aber sie macht Clickbait, hat schon total viele Daumen runter, aber auch genug hoch und 1 Million Aufrufe nach einer Woche oder mehr und bekommt dafür 10.000 Euro und ich mache jedes Video nur so aus Spaß, bekomme gar nichts dafür und setze mich zumindest für Ehrlichkeit ein. Und das ist das, was mich etwas irritiert, warum sehe ich immer mehr YouTuber, nicht nur Dagibi, sondern auch alle anderen in der Beauty-Branche darauf einlassen, auf Clickbait zu setzen. Mit Titeln wie die Pradas, die Gucci Story oder ja, solchen Sachen. Das verstehe ich nicht. Das werde ich nicht verstehen, habe ich nicht verstanden. Und sowas ärgert mich, weil man dann Videos anschaut, die total sinnfrei aufgenommen wurden, die kein Ziel verfolgen, außer sich selbst in die Werbung zu stellen und die einen den Ruf zerstören, was mir für die Leute echt leid tut. Und ich weiß nicht, wie die Community von den Leuten drauf reagiert, aber so eine Verarsche, dann kann man sich nicht wundern, wenn man eine neue Hate-Welle auslöst. Dann soll man sich nicht wundern, weil dann ist man selbst schuld. Aber naja, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Auf jeden Fall gab es jetzt ein paar gute Zusammenfassungen von Menschen, die Hate wählen und so mal angesprochen haben und Clickbait, und ich kann euch da nur empfehlen, guckt euch um. Ich habe da jetzt den YouTuber ungespielt geguckt und ich weiß nicht, ob sein Video gesperrt wird. Da ist ja Dagibi gegen den Strich geht, wenn man über sie spricht. Aber ich glaube nicht, dass es gesperrt wird. Und deswegen schaut euch das Video an. Wenn ihr solche Lügen sehen wollt. Ich verstehe nicht. Ich würde nie jemanden total haten im Internet.
Morddrohungen oder bring dich um oder so und dann ein Video schreiben. Das verstehe ich nicht. Das ist Massendenken und das machen nur dumme Leute. Aber ich verstehe auch nicht, wie man seine Community so ausnutzen kann. Mit solchen Clickbait-Titeln. Aber naja, ich muss das ganze Game nicht verstehen. Ich bin ja nicht dabei. Jetzt noch kurz zu meiner Sache. Ich bin morgen bei Christoph, heute war Sonja da. Es war wieder recht nett. Nur haben wir nicht viel gemacht, weil es so kalt draußen war. Am 19. Oktober ist Sonja auch da. Fahren wir wahrscheinlich nach Wien. Und jetzt hat sie 2x24 Stunden bei Matt. Und dann mal gucken, wie es mit den Stunden weitergeht. Ob ich mir eine zweite Assistentin suche oder nicht. Und ja. Und mal schauen, wann ich morgen wieder einen Termin bei Christoph bekomme. Ob in einer oder in 2 Wochen. Aber naja. Sonst geht's mir eigentlich gut. Außer, dass ich nicht schlafen kann. Das wird man mir auch ansehen. Ich habe total kleine Augen. Obwohl ich sie schon aufreiße. Ich bin heute um 5:30 aufgestanden, weil ich so Kreuzschmerzen hatte und nicht mehr liegen konnte. Und das zieht jetzt in sein Tribut, weil ich total müde bin. Aber ich habe gedacht, ich sage noch meine Meinung zu dem Video. Und wenn es interessiert, okay. Wenn es nicht interessiert, ignoriert mich weiter. Aber ich finde das alles nicht so toll. Weil, bis ich mehr so groß bin wie diese YouTuber, vergehen 10.000 Jahre. Aber naja, kann man ja nichts machen. Aber es sollte euch nie um Geld gehen bei solchen Sachen. Deswegen monetarisiere ich meine Videos auch nicht. Naja, peace out.